Verehrter Herr Ministerpräsident, liebe Frau Seehofer, verehrte Frau Präsidentin Stamm, sehr geehrter Herr Präsident Östert, verehrte Staatsministerinnen und Staatsminister, sehr geehrte Königliche Hoheit, Herzog Franz von Bayern, sehr geehrte Repräsentanten der Kirchen und Verbände, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, Herr Ministerpräsident, dieser erste Besuch als Bundespräsident in eines unserer 16 Bundesländer führt mich aus ganz vielen Gründen, Sie haben nur einige davon genannt, hier nach Bayern. Ich freue mich, hier zu sein und ich darf gleichzeitig sagen, herzlichen Dank, dieser Empfang hier heute Morgen setzt wirklich Maßstäbe für die nächsten 15 Bundesländer. Herr Ministerpräsident, lieber Horst Seehofer, Sie haben gerade gesagt, danke, dass der neue Bundespräsident sich Bayern als erstes Ziel ausgesucht hat. Herr Ministerpräsident, lieber Horst, ich weiß, in der Bayerischen Staatskanzlei soll man dem Ministerpräsidenten nicht widersprechen. Aber ich sehe es genau umgekehrt. Dass ihr heute einen, der in Ostwestfalen geboren und aufgewachsen ist, der in Hessen studiert hat, der in Niedersachsen das politische Handwerk studiert hat, der in Brandenburg für fast 10 Jahre seine politische Heimat hatte, der jetzt in Berlin und Bonn seine Dienstsitze hatte und obendrein noch Anhänger von Schalke 04 ist, dass wir so einen Bundespräsidenten hier in Bayern mit offenen Armen empfangen. Dafür habe ich zu danken. Von wichtigen Entscheidungen geprägten Wochenstunden. Die Entscheidung vom Montag, Herr Ministerpräsident, lieber Horst, das kann man sich denken, ist ja auch außerhalb der Grenzen von Bayerns beobachtet worden. Und ich darf sagen, sie ist in vielleicht typischer bayerischer Manier gefallen, auf Tradition bedacht, dem Erfolg verpflichtet. Und lieber Horst, was uns eint, fernab von persönlichen Ehrgeiz und nur dem Gemeinwohl verpflichtet. Verehrter Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Reise in unsere 16 Bundesländer ist in der Tat eine Reise mitten ins Leben unserer deutschen Demokratie. Ich will die Orte unserer Demokratie besuchen und ich will die Stimmen unserer Demokratie hören, so wie hier heute. Demokratie heißt ja nicht mehr und nicht weniger, als dass wir einander zutrauen, unsere Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Dass wir die Ärmel hochkrempeln, dass wir die Dinge anpacken, dass wir sagen, die Zukunft, gerade auch in so stürmischen Zeiten wie heute, wir haben eben einige Aspekte auf der Unifert beleuchtet und besprochen, die Zukunft, auch in so stürmischen Zeiten, sind kein Schicksal, sondern sie liegen in unseren Händen. Und deshalb gehört zur Demokratie eben immer auch eine ganze Menge Mut. Das habe ich gerade auch an anderer Stelle gesagt. Die Demokratie ist die Staatsform der Mutigen. Ich komme deshalb nicht ganz zufällig zuerst nach Bayern. Denn in Bayern gibt es viele Mutige, die vielen Ehrenamtlichen, Frau Seehofer hat es eben erwähnt, die sich um andere kümmert, an mehr denken als sich selbst, die Menschen in den Vereinen und Initiativen. Und ich freue mich darauf, Sie heute Abend an anderen Stellen zu treffen. Die vielen Mutigen in Unternehmen und mittelständischen Betrieben, die mit ihren Innovationen ganz vorne auf den Weltmärkten mitspielen, aber eben doch die Verantwortung für ihre Heimat, für ihre Stadt, für ihre Region nicht vergessen haben. Ich freue mich darauf, auch Sie zu treffen. Und dann natürlich die vielen Mutigen in der Geschichte bei Geschwister Scholl, die gegen die Nationalsozialisten aufgestanden sind, sie ermordet wurden. Die werden wir hier an der Ludwig-Maximilians-Universität würdigen. Und die Mutigen, die nach dem Krieg in Herrenchiemsee
eine neue, eine demokratische Verfassung für Deutschland entworfen haben. Auch auf diesen Besuch morgen früh freue ich mich sehr. Und natürlich, wenn ich hier in die Runde schaue, Sie alle. Die Vertreterinnen und Vertreter aus den 7 Regierungsbezirken, die in Rathäusern, Gemeinderäten, in Landratsämtern, wenn ich so sagen darf, das tägliche Brot unseres Zusammenlebens immer wieder neu backen. Sie alle wissen, Demokratie kann auch anstrengend sein, ja. Und Demokratie lebt vom Kompromiss und nicht vom Glamour. Aber ich glaube, heute ist ein Tag, an dem wir diese Demokratie auch feiern dürfen. Und heute ist ein Tag, an dem ich vor allem Danke sagen möchte für Ihr aller Engagement und Ihren Mut. Und danke für den Beitrag Bayerns zum Gelingen der Demokratie in Deutschland. Herzlichen Dank.